Nein, es fliegt weg. Mann, es war eben fast unten. Oh Mann. Das weicht, glaube ich, den Häusern aus. Deswegen ist es hochgeflogen. Einfach reinrennen, einfach reinrennen. Geht nicht. Was? Ja, ich hab's. Im Kampf zumindest. Schon mal die halbe Miete? Nein, setz Komprimator ein. Es ist gerade Nacht, ne? Ich hab 9 Finsterbälle noch. Yes! Easy! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pixelmon Adventure mit dem Paven. Guten Tag. So, wie ist denn der Stand der Dinge? Abgesehen davon, dass Paven hier so eine schöne Plattform gebaut hat. Ja, wir haben ein bisschen trainiert. Alle auf 30, hat man ja gesagt. Genau. Und dabei dürftet ihr gerade bei mir gesehen haben, kam mir das hier über den Weg gelaufen beim Trainieren. Einfach so ein shiny Driftloon in der Nacht. War ein bisschen Trouble, den zu fangen, aber es ging. Ja, du hast auch einen Shiny gefangen, ne, beim Trainieren. Das ja, das liegt aber im PC, ja. Ein Frubbel, weiß nicht, wie die heißen. Ja, können wir ja kurz zeigen. Auch noch hier, das Gruselgur ist auch noch Shiny. Da sieht man das Sternchen. Ja, also schon... Vier Shinies, aber wir haben die Chance nicht erhöht. Das ist normal auf 4096. Da. Winzig klein, sieht aus wie. Oder ist normal auf 8000? Weil dann das Radieschen haut ab! Das muss los. Aber hier! Nix, kommt wieder ein PC. Also, ich glaube, 4096 ist normal. Kann auch sein, dass es 8000 ist, dann haben wir sie verdoppelt. Was ja immer noch. Ziemlich selten, aber ich glaube, es ist standardmäßig. Ja, Voltenso. Hat so sich entwickelt. Das gute 14 Bits. Ja. Und wir sind, ich bin, oder zumindest doch, wir sind beide stark verwirrt gewesen, ne? Fragen von. Mir. Hat sich auch entwickelt. Das ist sowieso voll süß. Oh. Ich bin so waren arg. Ja, was? Okay. Von was warst du verwirrt? Das hier. Ach so, ja. Ja, weiß ich auch nicht. Also, ein männliches Gardevoir. Strange. Ja. Hat sich plötzlich entwickelt mitten im Kampf. Es ist männlich und trotzdem, ja. Keine Ahnung. Panpyro. Ja, trifft Zeppeli. Und Bisaknosp. Das habe ich mitgenommen, weil es ein cooles Wesen hat. Das ist das Team. Die haben sich fast alle auf 30 entwickelt. Panpyro und Bisaknosp fehlen noch. Die kommen auf 32 dran oder 34. Ja, sonst haben sich alle entwickelt. Dratini haben wir in unserem Loch. Habe ich nochmal gefarmt und habe jetzt nicht das perfekte Wesen. Perfekte Wesen wäre minus Spezialangriff plus Initiative. Aber plus Angriff minus Spezialangriff ist auch das zweitbeste. Also ist schon ein geiles Wesen. Nehmen wir nochmal ein neues gefangen, weil das alte war einfach Trash. Und Visaknosp hat auch ein cooles Wesen. Mit den Überresten. Minus Angriff plus Spezialverteidigung. Plus Verteidigung wäre besser gewesen, aber das ist schon ziemlich geil. Das war das, was wir im Feenwald auch gefangen haben. Ja. Und das ist mein Team. Ja. Stunden später haben wir alles gesehen. Ja, dann mach deins. Ja, ich bin da nicht so. Weiß nicht. Ihr kennt doch mein Team. Ja, das hat sich noch nicht entwickelt. Das kommt auch raus aus meiner Gruppe wahrscheinlich. Ich will mir nämlich noch ein anderes holen. Das hat sich auch noch nicht entwickelt. Ja, das hat sich... War schon in der letzten Folge entwickelt, glaube ich. Schiluck. Und das hier habe ich gefunden letztens. Oder beziehungsweise Paven hat es gefunden. Ich habe es gefangen. Das war auch beim Trainieren, oder nicht? Ich weiß es nicht. Klar. Na, ich glaube, ihr kennt doch mein Team. Maul, und das habe ich ja gerade gezeigt.
das irgendwie verwirrende. Vielleicht ist es auch normal so, dass man nur dass ein männliches Kirlia mit einem Leuchtstein entwickeln kann, aber es sich immer auf Level 30 zu Gardevoir entwickelt. So, das kann er. Das weiß ich nicht. Das könnte natürlich auch sein, ja. Das ist verwirrend. Und das Riesenpferd. Ja, aber wie gesagt, Ponita kommt wahrscheinlich weg. Wir wollten eigentlich auch nochmal in den Fairywald gehen und mir noch ein anderes Pokémon holen, aber das haben wir jetzt doch nicht gemacht. Das machen wir nächstes Mal, weil jetzt so viel Veränderung ist. Ja, war nicht wirklich viel. Bei mir zumindest nicht. Ja, dann können wir es doch gerne jetzt noch machen. Dann machen wir Pause und gehen hin. Der Ponita kommt so oder so weg später. Aber wir können auch erstmal. Nee, wir können erstmal gucken, was wollten wir denn überhaupt erstmal gucken. Ich glaube, wir wollten gucken, ob wir jetzt überhaupt im Dschungel schon antreten können mit Level 30, ob das denn jetzt gestimmt hat oder nicht. Hier ist auf jeden Fall ein Klick. Level 38, aber. Ja, habe ich gesehen. Letztens schon mal eins mit einem niedrigeren Level. Ja, dann gehen wir doch in den Dschungel gucken. Ich glaube, da haben wir eine Wegmarke, ne? Ich habe meine gemacht, ja. Ja, du hast sie auch geteilt mit mir. Arena Dschungel, da. So, das war cool hier. Oh, Golfer. Muss ich erstmal alles aufbauen bei mir. Cool, hier kann man ja richtig viel verkaufen. Kaufen. Das ist die Frage, wo ist die Arena? Die ist bestimmt irgendwo oben im Baum. Ich würde mal sagen, ganz oben irgendwo. Also ich bin so schnell, weil... Obwohl, was ist das hier? Ja, das ist ein normales Haus, oder? Ja, das ist ein normales Haus. Ja, wir haben wieder Turbo-Treter am Start. Was ist das für ein Geräusch? Gute Frage. Hörst du das auch? Ja. Aber es ist nicht in-game. Ist das hier vielleicht der komische Halbkopf, wo der Skin verkackt ist? Ist das vielleicht der Arena-Leiter? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Ich probier mal, ich guck mal. Oben hat Level. Du kannst da oben irgendwie im Baum mal gucken, ob du da was findest. Wie soll ich denn da hochkommen zum Geier? Aber der sagt auf jeden Fall hier nichts. Auch die Frage, ob ich den überhaupt packe auf 34, ist natürlich ziemlich krass. Aber hier ist ein. Vielleicht guckt man hier irgendwie. Nee. Aber Dschungelarena, das muss doch hier irgendwo sein. Ich meine, wo sollte das sonst sein, wenn nicht hier? Vielleicht ist das auch gar nicht hier am Baum, sondern irgendwo hier neben uns und wir haben es noch nicht gesehen. Was machst du hier im Baum, Krebscore? Naja, also den kann ich eh nicht besiegen, den 34er. Ist viel zu stark. Okay. Das war so nicht geplant. Serapendra. Mist. Ich bin runtergefallen. Eine Bodenattacke. Naja. Wie so oft. Ich falle in Spielen übrigens ständig irgendwo runter. 32. Ja. Guckt euch hier, die... hier ist eine extra Treppe. Ach so, das. Hä? Nee. Da sind wir vorhin schon hoch. Guckt euch die Witchcraft-Folgen an. Was ist das mit Witchcraft? Na, da ist schön mit runterfallen bei dir. Ja, ich bin sehr, sehr talentiert, was das Fallen angeht. Was ist denn das für eine Lüge-Scheiße? Da steht 34 und dann Serapendra Level 38. Das ist 4 Level da drüber. Was soll das denn? Ich dachte, wir hätten auf mindestens 35 machen sollen. Hast du gesagt, ja? Ja, habe ich gesagt. Wir können auch gleich auf 50 machen. Ja, man kann auch gleich übertreiben. Hier ist nix. Ja, also den schaffe ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das der Arena-Leiter ist. Das sieht so unoffiziell aus da. Ja, es sieht irgendwie komisch aus. Aber wo ist die dann? Oder ist die gar nicht hier in der Stadt? Dreimal darfst du raten. Neuer Fan. Hier ist auf jeden Fall irgendwo ein Meisterball noch. Hey, den hatte ich den nicht schon geholt? Du hast den schon mal gesucht. Ah, Mist. Ich darf auch ins Wasser springen. Okay. Ah, ich habe meine Sachen direkt wieder, oder wie? Ach, die behält man bestimmt. Die behält man. Ich bin ja auch schon einmal gestorben. Oh, jetzt ist da ein Wurmloch gespawnt. Scheiß auf das Wurmloch. Ich will einen Meisterball.
Ich kapiere nicht ganz, wo die Jewel-Dings sein soll. Das sah so offensichtlich aus hier, dachte ich eigentlich. Aber anscheinend ist es das dann doch nicht. Tja, Frage. Und das Wurmloch soll weg. Als ob das seltener ist als der Meisterball. Das ist ein Blödsinn. Hä, wo ist denn der? Ach, da geht's noch weiter runter. Ja, wie gesagt, ich bin gut im Runterfallen. Sieht hier aber auch nichts. Was ist das da drüben? Das ist nur ein Shop oder so, ne? Ja. Ah, Wohnung, mein Gott. Oh, dieses scheiß Wurmloch. Hau doch ab, ey. Oder ist das... Nee, das ist nicht... Ja, jetzt hat er die Ultra-Chest, natürlich. Hier ist ein Fischer, ne, geh nach Hause, ey. Es ist wieder zu dunkel einfach auch, ich sehe nichts. Lass es schlafen. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. So, aber warum ist das eigentlich so doof bei mir? Ich mag diese Musik, die hier drin ist, sehr, sehr gerne. Aber die kommt leider nicht durchgehend. Ja, weil es halt Minecraft ist. Das kommt nicht durchgehend, die Musik. Ist normal. Das soll aber... Wo ist jetzt dieser scheiß Meisterball hin? Da, hä? Achso. Mumpitz. So, jetzt ist Licht. Da oben waren wir ja schon. Das ist ein Baum. Ich bräuchte jetzt ein Flug-Pokémon. Dann könnte ich ganz oben gucken. Ja, ich guck gleich. Jetzt ist aber jetzt hier irgendwo am Baum. Dann gehe ich hier ein bisschen rumschlagen, weil mich hier. So. Ja, such du doch den Meister bei. Ich glaube, ich habe ihn jetzt schon. Ja, mir ist das egal. Ja, sind aber krasse Sachen drin, die wir brauchen. Unter anderem. Meinst du? Wenn ich den Leuchtstern brauche. Natürlich. Hä? Meisterball sind die besten Sachen drin. Okay, zu Piris. Ja, wo soll denn der sein? Hier ist eine Ultra-Chest. Muss irgendwo oben sein. Ja, dann ist es sowieso besser, wenn du guckst, wenn du fliegst. Aber dann steht er 60 Blöcke entfernt. Das kann auch nicht stimmen. Also oben auf dem Wipfel ist nix. Muss man da irgendwo... Da ist gar nichts. Okay. Wie soll man die denn finden? Wo soll die denn sein? Tja, gute Frage. Hier ist so ein riesen Berg. Geh mal hier hin. Hier ist alles dschungelig, aber ich sehe keinen... Hier stehen auch Leute. Okay. Ah, hier ist auch Static Shrine. Aber... Da liegt ein Meisterball drinne. Und noch einer. Ein anderer. Hier. Was? Emolga. Alter, Mewtwo Need ein X. Hab ich doch auch schon gefunden. Mewtwo Need X? Nee, so, ja, doch. Was anderes gefunden, oder? Nein, Mewtwo Need X oder Z, irgendwie sowas. Alter, sind hier viele Wasserscheinscherben. Und ein Garados auf dem Grund. Alles klar. Alter, okay. Weißt du Bescheid? Das hier müssen wir nochmal rein, ey. Die sind richtig alt, alles voller Wassersteine. Was? Oh nee, Level 3. Decke und so überall. Und ich kann nicht flüchten, nice. This one of the most abundant locations of resources in the world. Adopt anyone would notice if you took some. Okay. Was will er da oben? Irgendwer muss uns doch sagen, wo die Kakarina ist. Das hier macht doch Sinn, oder? Wer bist du? I heard that at the top of some mountains are these ancient totems. It looked like you insert some sort of orb into it. I have no clue what happens next. Ja, das kann ich dir verraten. Da taucht dann Zapdos, Lavados oder Arctos auf. Und hier wird es Zapdos sein, weil es der Static Shrine ist. Wieso bin ich parallel? Oh.
Ja, aber keine Arena. Hä? Lambirex. Ich würde sagen, wir machen auch erstmal Pause. Hier rumfliegen bringt ja nichts. Und suchen. Hey, nice, warte mal. Ja, dann müssen wir, aber wir können ja erstmal offline suchen. So, das wollte ich nicht. Also wir werden nicht schlau draus irgendwie, was jetzt genau die Arena ist und wo der Arena-Leiter ist. Welcome to the Jungle Gym, climb the stairs to challenge our leader. Ja, doch, das muss da sein. Der irgendwie kaputt ist, irgendwas stimmt hier nicht. Dann kämpfe ich hier gegen so eine 19. Okay, dann probiere ich das jetzt mal. Jetzt wird spannend. Oh, okay, es wird echt spannend. Ja, da wird knifflig. Ja, okay, aber wir haben die ganze Insel abgeflogen. Und nichts weiter gefunden, außer so ein Haus, wo man Evoli zu Fulipurba entwickeln kann, wo noch ein Attackenräder steht. Und ein paar Meisterbälle sogar. Nochmal Fokusstoß bekommen. Okay. Aber ja. Keine Ahnung. Das da. Mein effektivstes Pokémon ist schon platt. Okay. Nice. Also mit Pampuli könntest du gute Chancen haben, weil der Gift-Pokémon hat. Wenn das Bodenattacken hat. Damit haust du die weg. Fast tot. Schade, ich bin dumm, aber ich glaube, das wird nichts. Ich hab leider auch. Ach man, ey. Der macht mega viel Schaden. Okay, ich bin dumm, ich hab's falsch gemacht, aber okay. Noch ist nicht aller Tage Abend. Der für Schaden. Leute. Ja, weil auch die scheiß Megasauger. Das kannst du vergessen, da komme ich nicht gegen an. Soll nochmal trainieren, ne? Ja, ich habe zwei Pokémon habe ich kaputt gekriegt und jetzt ist einfach Kacke. Sieht ja überhaupt aus. Voll die Textur verschissen. Psycho-Attacken. Psycho ist effektiv gegen Gift. Ja, voll, weg ist er. Psychokinese kannst du schon. Oh, krass. Ja. Ja, dann immer Psychokinese. Ah, okay. Boah, tot. Ah, weil es halt auch Fee ist. Das Gift auch effektiv gegen. Ja, genau, Alter. Ja, ist klar, Leute. Ja, müssen wir echt noch. Ja, Mann, ey. Ja. Hä, du bist. Ja, ich fliege immer raus, wenn ich dir zugucke. Ja, ist beim normalen Pixelmon auch so, warum auch immer. Ach stimmt, deshalb bin ich letztes Mal rausgeflogen, wo ich dir zugeguckt habe. Ja, wenn der Kampf beendet wird. Ja gut, dann also trainieren wir nochmal auf 35. Dann machen wir das nochmal. Komm, mach mal kurz offline, oder? Ja. Ne, Pause. Du bist gleich. Oder?
ich versuche den jetzt mal umzuhauen, wa? Oder wolltest du den Obst-Vortritt haben? Das habe ich schon wieder irgendwo. Okay. Ja, wir haben alle auf 35, so Arc 36, Panferno 37. So, jetzt wird's spannend. Was war? Nein, oh, ich hab das Spiel mal wieder abstürzen. Ich hab das falsche Pokémon vorne. Egal, mit dem mach ich das jetzt erstmal. Was? Der hat ein Schabell? Ja, genau. Das ist im Ubertier, ne? Oder war im Ubertier. In den neuen gibt's das ja nicht. Mit einem Schlag weggemacht. Okay, nice. Ich wollte gerade noch sagen, ja, das. Obwohl, das Schweif ist physisch. Okay. Okay, schade, das war's mit dem. Dann probieren wir es jetzt mit dem. Wie ist das denn? Meinst du mein Pony? Beide. Achso. Hast du eine Bohnenattacke? Ja, Pferdestärke. Probieren wir direkt mal. Ja, damit solltest du jetzt durchgehen. Ja, fast. Was habe ich noch? Doppelkittchen? Amboss? Ist Stahl? Okay. Aber das kann ja auch nicht viel Schaden machen. Nee, macht's auch nicht. Deswegen hast du ja jetzt noch Tränke dabei, oder? Ja, okay, die bringen nicht mehr so viel. Nee, ich habe aber auch. Mein Ponita kann aber auch Stampfer, also auch eine Bodenattacke. Stampfer ist mittlerweile Boden? Nee, Quatsch, ist gar nicht Boden, Stampfer. Stampfer ist normal. Aber normal geht, glaube ich, auch ganz gut. Normal ist normal. Karapendra. Pump, Level 38, ja, danke schön, nett von euch. Nicht mich fertig machen jetzt, ich muss euch erstmal fertig machen hier. Ach ja, du hast ja eine Fähigkeit, dass eine Verteidigung bei jedem Hit erhöht wird, bei jedem physischen Hit. Ja. Ah, das ist natürlich nice. Bug Gym Leader erhalten. Oh, ich habe aus Versehen weggeklickt vor lauter schnell, weil ich dachte, der kommt das nächste Pokémon. Also auf jeden Fall war das tatsächlich der Gym Leader. Der Bug Gym Leader und wir haben das den Wanzenorden gekriegt. Ich habe leider nichts Effektives. KM Kreuzschere, soll ich dir welche leihen von mir? Nee. Also Feuer ist zumindest gegen den da noch effektiv. Auf jeden Fall Nahkampf. Ach ja, Donnerschlag hatte ich mir im Dings geholt, im Mart. Feuer ist doch auch gut gegen Insekten, oder nicht? Ja, aber ich kann nur Flammenrad. Ach so. Okay. Das haut auch nicht rein. Was hat er denn für Probleme? Membraner? Wie kommt er denn hierher überhaupt? Okay, es passt aber. Ja, wir haben jetzt Bisaflor auch. Und Panferno. Haben sich beide entwickelt. Ah, schade, das war's mit Panferno. Ja, hallo, bitte warten. Ist das Internet weg? Hä? Nee. Nee. Nee, dann konnten wir ja nicht miteinander sprechen. Ja, deswegen frage ich ja. Über Disco. Hast du immer noch bitte warten? Ja. Maul. Ja, so viel dazu. Oh. Exit Battle, wie war das nochmal? Oh, frag mich was Leichteres, das weiß ich auch nicht mehr. Was für Erhalten? Huch! Okay. Ach, Mann, ey. Ja. Kann nicht mal irgendwas funktionieren, ey. Endbattle. Willst du nochmal neu probieren? Na, heile ich aber vorher. Ja, kann eine lange Folge werden, wenn das Spiel nicht will. Vielleicht drin kann man heilen? Oh, tatsächlich. Okay, so, dann auf ein neues. Ich muss eigentlich. Ach, ich brauche eine bessere Feuerattacke, ey. Dammit. Wieso habe ich Flammenwurf nicht für Panferno genommen? Weiß ich nicht. Lass mir nochmal kaufen im Pokémon-Mart. Pheromosa. Der sieht auch krass aus, ey. Ja, das ist auch heftig.
Das ist übertrieben schnell und auch hat übertriebenen Angriff. Man muss halt nur die richtigen Attacken ausspielen. Da kann man eigentlich die ganze Zeit Kehrtwende drauf spielen. Wenn ein Pokémon stirbt, kannst du das einfach reinholen und eine Free-Attacke sozusagen raushauen. Die übertrieben Schaden macht. Das ist schon krass. Das ist echt krass. Jawohl. Nice. Geschafft? Ja. Sehr schön, sehr schön, den sehr schön. Den Wanzenorden. Da haben wir beide den Wanzenorden. Ab nach Hause den Orden aufhängen. Orden aufhängen. Muss mal kurz heilen. Ab in den Keller. Was schön kühl im Keller. Im Keller. Fangen wir hier an? Da kannst du einen direkt daneben machen, oder? Oder da drunter? Sollen wir... Oder spiegeln gegenüber. Oder das geht natürlich auch. Mich egal, du entscheidest. Weiß ich auch nicht. Der Spiegel gegenüber? Ich glaube, das ist cool. Okay. Gespiegelt. Oh. Gut, liebe Leute. Aufregende, aufreibende Folge. Wir waren mal wieder zu dumm, einfach den Leader zu finden. Wir hätten einfach mal die Leute fragen sollen. War noch einfach verwirrt. Aber egal, so haben wir die Insel nochmal komplett erkundet. Schadet ja auch nicht. Ja, das macht die Hitze. Ja. Die Hitze macht uns alle dumm. So. Gut, hoffe ich, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Dann hat Zoe wahrscheinlich neue Pokémon. Vielleicht ich auch, weil wir nochmal in Fairy Forest gehen. Jo, Fairy Forest. Und dann machen wir mal die Power Plant. Jo. Schönen Tag noch und bis dahin. Ciao. Tschüss.